Weiter geht's in der letzten Mission von der alliierten Kampagne im zweiten Add-on. Oh, er darf nicht entkommen. Ich habe hier alles zugestellt. Aus gutem Grund. Dass die nicht in meine Basis kommen, weil es nur diesen einen Gang hier gibt. Nur mit Flugzeugen können die eventuell noch nerven. Schön, dass die da durchfahren. Das ist doch mal freundlich. Wie lange die einfach durchhalten, wenn sie fahren. Da können sie durch die ganzen feindlichen Reihen marschieren. Vielleicht bin ich ein bisschen zu kompakt aufgestellt gerade. Schneller. Ich muss endlich 4 Sammler, 5. Den 6. hätte ich gerne noch. Denn jetzt, das Erz so weitläufig ausgefächert. Da brauche ich so viele. Dann kann ich ja noch eine Raffinerie bauen. Das Schöne ist, dass ich auf Flachs verzichten kann. Es kommen vielleicht mal Fallschirmjäger, aber die kann ich mit meiner Infanterie hier gut im Schach halten. Bisher hat das zumindest geklappt. Rein damit. Schön, dass er immer alles so schnell ausleeren kann. In anderen Command & Conquer-Teilen ist das noch ein bisschen anders. Und wird das ein bisschen anders sein in späteren Teilen. Oh. War das denn jetzt? Gehen die auf meine Sammler schon wieder wahrscheinlich? 3, 4, 5 oder 2, 5, ja. Und immer noch kein Geld. Cool. Zum Glück steht die Brücke noch, aber eigentlich brauche ich die nicht. Ja, schneller. Nervt doch nicht. Ihr doofen Mix. Wo kommt die eigentlich her? Die Mix alleine sollten doch kein Problem sein. Und, aber mit denen vielleicht. Wieso lasst ihr die denn durch? Okay, ich brauche auf jeden Fall Raxiros. Als Luftverteidigung. Ich habe oben mal welche gehabt, aber die sind offenbar alle tot. Das sind alles nur Schützen. Aber jetzt warte ich kurz, bis die dritte Raffinerie kommt. Und dann fühle ich mich wohl. Ich stelle dich dann doch lieber ein bisschen weiter hier runter. Oh, Kacke. Das ist so fies. Und dann noch die Fallschirmbomben, aber die machen sich selber nur kaputt. Hoffentlich lassen die mich da in Ruhe. Die abknallen. Offenbar ja. Wo kommt der denn jetzt her? Zum Glück habe ich die da oben gelassen noch. Gut, dann lasse ich die hier mal stehen. Nur die Fallschirmbomben könnten mich dann mal nerven. Wow. Jetzt guckt er auf mich. Er hätte die Waffenfabrik klein kriegen können, wenn er gewollt hätte. Nee, nicht. Nicht, wenn ich repariere. Wieso baut das so langsam? Viel zu langsam. Kann ich für 300 ruhig noch eine bauen? Dann geht das gleich schon viel schneller. Jetzt saust es durch. Ihr nervt mich nicht mehr. Ah. Wieso kommen die jetzt eigentlich da raus? Nervt mich nicht, ihr scheiß Raketentypen. Ich muss mich jetzt erstmal um die kümmern. Und ich habe immer noch so wenig Geld, obwohl ich so viele Sammler habe. Wie kann das sein? Noch können die sich behaupten, aber nicht mehr lange. Ja, auf mehr Sammler. Jetzt muss ich da leider immer ein bisschen scrollen. Das wollte ich eigentlich verhindern. Reparieren. Ganz viele Raxiros brauche ich auch hier oben, weil die da ja auch mit Flugzeugen kommen. Ja, das meinte ich. Drei, vier, fünf, sechs Sammler und kein Geld. Drei Raffinerien. Oh, und das war's mit meiner Truppe da oben. Das war's mit meinem Plan. Alles ist kaputt. Oh. Was ist denn hier kaputt? Wie soll ich die Mission machen? Die ist zu schwer für mich. Ich dachte, ich hätte jetzt eine gute Idee gehabt. Bis hierhin war sie auch gut. Bisher lief's auch gut, aber jetzt ist halt vorbei. Weil ich einfach kein Geld reinbekomme.
Ich brauche noch eine Raffinerie. Es kommt einfach kein Geld rein. Was soll das? Wer schießt hier überhaupt? Ich muss das noch ein bisschen probieren, offenbar. Irgendwann habe ich vielleicht Glück. Im Moment läuft es noch nicht so. Ja, dann lauf doch mal hin. Die dürfen meinen Bauhof nicht bekommen. Nein. Töten wir erstmal den. Zum Glück haben sie den selbst gerade eingekesselt. Ja, das war's mit dem Bauhof. Ich darf nochmal neu anfangen. Ah, und jetzt kriegen sie natürlich wieder Verstärkung hier. Was wollen die mit dieser Mission bezwecken? Die kann man gar nicht schaffen. Aber ich habe irgendwo mal gespeichert. Welchen Stand kann... So, hallo. Ich habe jetzt das mal so versucht. Ich habe den zweiten Stand nochmal geladen. Habe jetzt hier ein bisschen Luftverteidigung. 3 Raffinerien, 6 Sammler. Habe die auch mal ein bisschen nach rechts geschickt zum Sammeln. Hier oben hält sich das noch ganz gut. Mal gucken, ob das diesmal klappt. Jetzt sieht es auf jeden Fall mal besser aus. Auch wenn ich nicht weiß, warum. Die sind so schwach gegen... Ja, vielleicht mal einen Schützen noch dazu. Der dann auch da drauf schießen kann. Und hier unten ist vielleicht auch mal nicht schlecht, noch ein paar Raxirus zu haben. Nebenbei wollte ich auch noch Kampfpanzer bauen für hier oben. Das ist wichtiger, als man denkt. Immerhin, ich habe mal ein bisschen Geld jetzt. Das ist schon mal wichtig. So, das dürfte jetzt hier erstmal reichen. Kommen ja auch immer von oben mal gerne. Jetzt tut doch was gegen die einen Panzermine, ist immerhin noch da. Ich habe die auch mal ein bisschen hier ein bisschen nach links platziert, weil rechts waren ja noch ein paar Panzerminen. Dann kann ich das besser aufteilen. Rechts den einen Schutz, links den anderen. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit. Jetzt könnte es mal was werden. Wird gebaut. Ich habe meine ganzen anderen Gebäude jetzt vernachlässigt und nicht gebaut bisher. So, jetzt kann ich ja mal ein paar nach oben schicken. Die sind da auch sicherlich nützlich. 2 Kasernen ist so viel angenehmer, wenn die so schnell gebaut werden. Das muss ich ja mal laut sagen. Dann kann ich mal langsam ein Radar bauen vielleicht, wenn ich mal Geld hätte. Ja, bleib schön stehen. Ich weiß ja nicht, warum die dahin fahren. Ist das wirklich der schnellste Weg? Und noch einer. Immer wieder kommen sie gleichzeitig mit Fallschirmbomben und Fallschirmjägern. Kennen wir auch schon ein bisschen aus der letzten Mission. Na, vielleicht reicht das eine Weile. Und meine Panzer hebe ich mir für hier oben auf. Irgendwann kommt dann noch ein Mechaniker dazu. Jetzt bin ich aber mal guter Dingen, für einen Moment zumindest. Ja, ich speichere mal hier drüber. Der Zweier sieht gerade so gut aus, den will ich nicht überschreiben. Das sind Raxirus, ja. Stimmt, ich wollte hier noch primär wieder machen. Die machen viel Wind, die Raketentypen, aber gegen Infanterie haben die nicht viel zu bieten. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen abschießen. Ja, also, klappt doch. Zwei darüber noch. Die kommen ja gerne über die Mitte. Wenn sie zu den Sammlern wollen, fliegen sie aber auch gerne mal nach links. Oh, ich hätte da vielleicht mal eine Brücke noch zerstören müssen. Muss ich aber nicht, denn da gibt es keinen weiteren Weg. Die Brücke ist also nur für meinen Gutdünken gedacht. Endlich klappt es hier mal. Jetzt sehe ich auch was. Wo kommen die denn jetzt her? Kommen die da doch durch? Oder sind die schon früher da gewesen? Sekunde. Das schaffen wir mit ein paar Schützen. Ich könnte einfach einen Bunker bauen, aber das ist mir gerade zu kompliziert.
Nee, den nicht. Schützen. Die wollen auf meinen Dings, auf meinen Sammler habe ich das Gefühl. Die da oben. Naja, ich habe hier ja noch ein bisschen Verteidigung. Schütten sind schon gar nicht mal so schlecht. Und jetzt können wir wieder Raxeros bauen. Ist doch ganz cool eigentlich. Wow, der will den echt killen. Da schicken wir die Rettung mal hin. Und da ist noch ein bisschen Erz. Wenn so schnell Panzer gebaut werden könnten, das wäre toll. Verstärkung, weil ich jetzt so weit war. Interessant. Schieß da drauf. Ja, zweimal auf den Benzinfass schießen, ist ja normal. Nochmal. Boah, wie schwach sind die? Die können nicht mal ein Benzinfass killen. Ja, also. Aber was soll ich mit denen jetzt? Ja, auf ihn hier. Schaff das mal. Das hat sich ja gelohnt. Außerdem wollte ich hier wieder hin. Ihr kommt mit nach oben. Da wird es nämlich wurde überfahren, einfach meine ganzen. Gut, ich glaube, das war's jetzt mit den Raxeros. Ich baue jetzt lieber mal. Naja, hier brauche ich halt schon Raxeros. Wegen diesen scheiß Flugzeugen. Da sind die schon nützlich. Ich muss die nur ein bisschen auseinanderstellen, damit die nicht dauernd komplett überfahren werden. Vielleicht könnte ich mir jetzt doch mal langsam einen Flak leisten. Noch habe ich nicht gewonnen, muss man ja sagen. Ja, wie kommen die denn alle? Hier gibt es ja doch irgendwie einen Weg nach oben, habe ich das Gefühl. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Gar nicht. Ich weiß nicht, wie die da durchkommen. Kommt mal schnell mit. Da drauf. Da gibt's. Wenn es da nur eine Brücke ist, dann wäre das cool. Aber die fahren da eigentlich nur rum, um den Sammler zu beschützen. Toll, habe ich die perfekten Einheiten dafür. Diesen Job. Mit. So, rüberfahren. Komm, das ist eine Brücke und kein Flussübergang, oder? Ich hab nicht gewusst, dass da noch so ein Gang ist. Brücke, 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 Brücke. Ist das eine Brücke? Das ist eine Brücke. Das ist eine Brücke. Mach den erstmal platt. Ich muss nur die Brücke killen. Mach die Brücke kaputt. Mach doch die Brücke kaputt. Die muss kaputt gehen. Oh, jetzt nerven die mich hier. Wir gehen mal kurz hier weg, bis der Sammler wieder weg ist. Dann gehen die nämlich auch weg. Das ist anstrengend hier. Die Brücke muss kaputt gehen. Was steht denn da immer? Was ist denn hier los? Ich hasse diese Mission. Wo ist mein Bauhof? Was ist denn passiert? Ja, ich liebe diese Mission. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe mich gefreut auf diese Mission. Ich dachte, die wird toll. Und dann ist die so scheiße. Toll nenne ich, wenn man einfach Panzer baut und den Gegner überrollen kann. Und die so eine Scheiße hier hat. Ja, mein Plan funktioniert nicht ganz. Weil die einfach mal Verstärkung von allen Seiten bekommen. Da bringt nichts, dass ich ihnen hier den Weg zusperre zu ihrer eigentlichen Mission. Da bin ich jetzt beim Feind wohl gleich drin. Was bringt mir das? Die haben vielleicht kaum noch Erz. Vielleicht muss ich einfach nur eine Weile aushalten. Mir egal, ich habe eh verloren. Ich hasse diese Mission und ich kriege hier viel zu viel Zeug nebenbei und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich hätte die vielleicht gleich hier hinstellen sollen, dann kommt doch aber eh die Flugzeuge zu mir. Ja, wie soll ich ein Silo bauen? Sag mir das. Sag mir das, dann mache ich das.
Mache ich liebend gern. Vielleicht kann ich hier in ihre Basis eindringen heimlich. Und sie killen. Was soll ich mit den Schiffen hier anfangen, hm? Sagt mir das doch jemand. Toll, das hat sich jetzt gelohnt, hm? Ja, die können ja schon ein bisschen unterstützen. Hätte ich dann früher machen können. Wir brauchen Silos. Aber Flugfelder haben sie noch. Ach, jetzt hier kann ich dann die Flugfelder ausschalten. Dann schaffe ich das ja doch noch.